Ich stehe hier mit Waldemar Wiebe, The Lion von Golden Glory Holland. Klasse Fight, ging über die Distanz. Wie hast du ihn erlebt? Ja, ein bisschen komisch, ne? In meiner Gewichtsklasse normal die Leute gleich groß, ein bisschen größer, aber er war extrem groß. 1,90 Meter, ja, kann ich mit Distanz, das war nicht so ganz klar. Ich habe vor 2 Wochen in Teneriffa gekämpft und bis hierhin pausiert, kann man so sagen, nicht mehr viel trainiert und ja. Hat es ein bisschen Schwierigkeiten, wie du gerade ansprichst, mit der Distanz oder ging das in den späteren Runden? Ja, ging. Die erste Runde war ein bisschen komisch, aber es ging dann. Habe ich dann überbrückt. Bis reingehen. Du hast einen Tiefschlag abbekommen. Hat dich das ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Na, nicht wirklich. Da hat man noch mehr Elan, nach vorne zu gehen. Ja, du hast durchgepowert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Am Ende warst du der Sieger. Ja. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, geworden ist geworden. Ich bin eigentlich zufrieden, weil ich ja die letzten Wochen kaum trainiert habe und ein bisschen erkältet war ich auch noch. Ja, man kann immer besser kämpfen. Ne? Ich habe schon bessere Fights gemacht, aber ich bin zufrieden. Wie gesagt, nicht viel trainiert die letzten 2 Wochen. Ja, gewonnen. Das ist das immer Wichtigste. Mal. Genau. Wer mich kennt, der weiß, geh mal nach vorne. Ob ich einen kriege oder nicht, immer weiter. Zum Thema immer weiter. Wie geht's für dich weiter? Steht schon was an? Ja, ich werde am 12. Juni in der Ukraine kämpfen für Golden Glory. Die haben ein großes Event und bis dahin, da bereite ich mich jetzt erstmal vor. Also sozusagen bei dir zu Hause, wenn man so will. Ja gut, ich wohne in Deutschland, aber ich trainiere halt in Breda, in Holland. Und mein zweites Zuhause. Genau, super. Ich danke dir. Wenn du noch Grüße loswerden willst, bitte. Ja, all meinen Fans, viele Grüße. Mein Sponsor, Fit und Fahren, Allstars. Dankeschön. Us. Danke dir.